Schönen guten Nachmittag alle zusammen. Fangen wir an. Ich möchte euch heute einen Einblick geben in die kleine Trickkiste, die ich im Laufe meiner Zeit als iOS-Entwickler mir zugelegt habe. Da geht es vor allen Dingen mehr oder weniger so um Vue, alles was so irgendwie mit Grafik zu tun hat, wie kriegt man irgendwie das schön auf den Screen? Da habe ich so alle möglichen Utilities, aber auch Tricks, die den Code betreffen. Und da möchte ich euch einfach mal so ein Sammelsurium von meinen kleinen Weisheiten vorstellen. Ich weiß nicht, sicherlich kennt der eine oder andere schon Teile, aber vielleicht ist auch immer noch was Neues dabei. Kurz ein bisschen zu mir, das sind die zwei Apps, hinter denen ich stehe letztlich mit meiner kleinen Firma. Wohin ist so ein Location Finder und Streets, eine App, um Street View wieder zurückzuholen letztlich, seitdem Apple sie durch eigene Karten ersetzt hat. Genau. Aber kommen wir mal gleich zum Anfang. Das klassische Thema eigentlich, wie kriege ich Photoshop in UIKit rein? Ich bin großer Fan davon, die Grafik wirklich beim Grafiker machen zu lassen. Nicht zu sagen, so ungefähr, ich kann das doch selber, ich habe so ein Händchen oder sowas, ich mache das selber alles, irgendwie in Code oder sonst wie. Sondern ich denke, es ist auf jeden Fall, wenn man irgendwie eine grafisch gut gestaltete App machen möchte, eine gute Idee, da wirklich einen Profi ranzulassen und zu sagen, so, der Profi soll sich bitte darum kümmern, wirklich das Design, die Gestaltung zu machen und als Entwickler dann praktisch da eine klare Schnittstelle einzuziehen und zu sagen, so, das ist die Domäne des Designers, des Grafikers und hier fange ich als Entwickler an. Und deswegen sage ich mal auch dieser klassische Workflow, der Designer arbeitet eben in den allermeisten Fällen gerne mit Photoshop. Also wie ist die Frage praktisch, wie kriege ich jetzt Photoshop gut rüber nach UIKit? Es gibt natürlich da alle möglichen anderen Tools zu sagen, nein, ich mache es gar nicht erst mit Photoshop, ich fange an, das irgendwie mit Tools, wie es gibt PaintCode oder Opacity, mit denen man grafisch oder mit denen man direkt letztlich ein grafisches Tool hat, das Code ausspuckt, das einem nachher Code ausspuckt. Bin ich aber, sage ich gleich dazu, kein großer Fan davon, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht einfach die Arbeitsteilung so sein sollte, Grafiker bleibt bei seinen Leisten, macht die Grafik und man als der Entwickler, sage ich mal, kriegt Photoshop und muss halt gucken, wie er das dann umsetzt im Endeffekt. Aber auch da muss man natürlich gucken, wie kriegt man das gut hin. Immer wieder steht man natürlich vor den Problematiken, wie kriege ich das hin möglichst, da kommen diese gigantischen Photoshop-Dateien an, wie kriege ich die jetzt runtergedampft in ein vernünftiges Format. Und da steht man immer wieder vor dem Problem natürlich, wie kann ich die Bildgrößen irgendwie auf ein vernünftiges Maß reduzieren. Und da gibt es so ein paar Ideen, praktisch was Sinn macht, was sehr viel Sinn macht, das ist JPEG zu nehmen für die Hintergründe. Spart unglaublich viel ein, selbst wenn man bei sehr hohen Qualitätsstufen wie 90% arbeitet, ist das um Vielfaches geringer als ein PNG. Also sobald man irgendwie mit gestalteten Hintergründen zu tun hat, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Idee. JPEG hat natürlich einen großen Nachteil, man hat keine Transparenzen zur Verfügung. Wenn man, sobald es sich um Transparenzen oder wenn man Transparenzen mit ins einbeziehen möchte, landet man da natürlich deswegen häufig dann doch wieder bei PNG. Es gibt aber so ein Mittelding, so eine Twitter-Geschichte mit dem JPNG. Ich selber habe es noch nicht verwendet, aber das hört sich aus meiner Sicht nach einem ganz interessanten Weg an, wenn man eben vor dem Problem steht. Ansonsten auch eine coole Idee, denke ich, immer zu sagen, okay, man kann auch mit PDF eigentlich sehr, sehr viel machen. PDF hat den großen Vorteil, es ist auflösungsunabhängig, ich kann also Retina und Nicht-Retina in einer Datei abfackeln im Endeffekt. Und selbst wenn mal irgendwann das noch weiter ansteigen sollte mit 4x oder sonst was, mit PDF ist man letztlich da auf der sicheren Seite. Muss man allerdings auch gucken, dass es einem nicht zu groß wird. Wenn man mit PDF arbeitet, denke ich, ist es ein guter Hinweis. Bei Panic gibt es so ein kleines Tool, Shrinkit heißt es, das letztlich nichts weiter tut, als die PDFs, die von Photoshop erzeugt werden, die leider sehr, sehr groß sind, etwas runterzudampfen, indem man letztlich die eingebauten macOS 10 PDF-Komprimierbibliotheken verwendet. Die bringen einfach wirklich einen besseren Output an der Stelle. Und dieses Shrinkit ist letztlich ein kleines Tool, wo ich das nur so draufträge und einfach das Ding ersetzt bekomme.
Ein großes Problem ist natürlich immer wieder, ich habe alle möglichen Kompromisse, die ich eingehen muss. Eben, zum einen sage ich mal, wie kann ich das in Photoshop, habe ich den einen Button so gestaltet, wie kann ich den größer ziehen? Also ich muss mich um Dinge kümmern wie Resizability. Da ist natürlich dann häufig so das Problem, der Designer, der geht gerne mal her und legt da so ein schönes Pattern drüber über einen Button, damit der irgendwie eine tolle Textur oder irgendwas hat. Damit zerschießt man sich natürlich immer die Möglichkeit, dass man es resizen kann. Also das ist zum Beispiel immer so ein Trade-off, den man häufig machen sollte oder sich überlegen sollte, ist das Pattern denn wirklich so wichtig oder kann ich nicht eventuell einfach darauf verzichten und sagen, okay, geht auch ohne, dafür kann ich ihn eben in alle Größen resizen und habe dadurch letztlich einfach weniger Assets in meinem Projekt. Ein anderes Thema natürlich, die Grafiker toben sich gerne aus, meiner zumindestens irgendwie mit den Ebeneneffekten. Irgendwie da noch, was weiß ich, ein sonst was Blur einzubauen und hier nochmal einen Schein und was weiß ich, was alles für Advanced Photoshop-Gimmicks. Das ist letztlich immer so eine Schwierigkeit, wo man dann immer gucken muss, kann man das noch irgendwie umsetzen oder sind das, sage ich mal, so kleine Details, dass man sie vielleicht dann doch irgendwie weglassen kann oder muss oder sowas. Aber das sind sicherlich immer so die schwierigen Aspekte oder wo es so ein bisschen kritisch wird. Ansonsten gibt es schon ein paar nette Tools, die man dafür verwenden kann, die einem die Arbeit unglaublich erleichtern. Was ich ganz spannend finde, einfach um dieses Thema Größe praktisch hinzukriegen, um die Größenoptimierung hinzubekommen, wirklich mal herzugehen und das rüberlaufen zu lassen, nennt sich Wasted. Das geht her, das nimmt dann da packt man ein Xcode Archive-File drauf oder auch ein fertiges IPA-File. Und das analysiert einem komplett alle Assets und sagt dann, okay, so und so weit kann ich es runterdampfen. Und hier, das ist jetzt ein klassisches Beispiel, das war, glaube ich, sogar auf unserer Wear2-App mal, wo wir das drauf angewendet haben. Und es ist dann schon erstaunlich, was man da für Savings rausbekommt. Dann hier mit 6 MB, das lohnt sich dann schon mal anzuwenden. Wie arbeitet das Ding vielleicht? Zum einen eben, dass es das auf JPEG umsetzt. Alles, was eben opak an Grafiken ist, kann man grundsätzlich ja auch als JPEG verwenden. Man muss ein bisschen aufpassen damit, wie man die Images adressiert. Also wenn man zum Beispiel den Trick macht, dass man das Suffix bei UI-Image-Named einfach weglässt und sagt Image-Named, was weiß ich, Button einfach nur statt Button.png oder sowas. Leider ist es nicht so, dass das JPEG dann automatisch verwendet wird. Also man muss an der Stelle so ein bisschen immer gucken, dass man das Suffix richtig verwendet. Oder es gibt zumindest Situationen, wo es manchmal geht und wo es manchmal nicht geht. Also da ein bisschen aufpassen. Also das fand ich ein tolles Tool. Ansonsten, um diesen Weg von Photoshop nach UIKit gut hinzukriegen, gibt es ein Tool, das heißt Pixel Slice. Das ist zum Herstellen von diesen Resizable Images ganz praktisch. Kann man letztlich einfach so einen etwas zu groß geratenen Button zum Beispiel draufwerfen und der shrinkt den einem zusammen praktisch auf das minimal mögliche Bild, was man praktisch dann nachher resizen kann. Ich habe leider es gerade nicht mehr im App Store gefunden. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie zu bekommen ist. Ich hatte eben den Talk schon vor längerer Zeit mal gemacht und da gab es das Ding jetzt. Heute habe ich es leider nicht mehr gefunden, also das ein bisschen unter Vorbehalt. Ich habe jetzt noch keine große Recherche angestellt, ob man es noch sonst wo im Internet irgendwo findet, das Ding. Hat auch leider so ein bisschen Nachteil, dass es mit Retina da, Grafiken nicht so richtig klarkommt, weil das müsste ja dann eigentlich auf gerade Pixel das immer nur runterrechnen. Und naja, also man muss ein bisschen immer noch gucken, aber ich fand es trotzdem eine Arbeitserleichterung. Ein anderes Tool, was eigentlich noch mal sehr viel mehr bringt, ist Slicey. Da geht es vor allen Dingen darum, wenn man jetzt so ein klassisches Photoshop hat mit x verschiedenen Ebenen für x verschiedene Artworks, zum Beispiel Icons und was weiß ich was alles für Elemente, kann man letztlich hergehen und sagen, okay, ich benenne einfach die Ebenen nach den Bildnamen, wie ich sie nachher exportiert haben möchte. Also eine Ebene heißt dann, was weiß ich, eben Button add to x.png zum Beispiel. Man geht nachher her, man sichert sein Photoshop-Dokument, zieht es auf Slicey drauf und der extrahiert einem automatisch alle PNGs und speichert sie an einem vorher definierten Ort. Und das Schöne ist sogar, man ändert jetzt so im Workflow was,
passt, was weiß ich, noch irgendwelche Sachen an und hier noch einen kleinen Touch mehr oder was weiß ich was. Ich drücke nur einmal nochmal auf Save und automatisch erkennt er das neue Datei und die Bilder werden automatisch neu exportiert. Also dieser Workflow praktisch fürs Verbessern von Artwork ist unglaublich effizienter dadurch. Und er kümmert sich automatisch um Retina, also ich kann automatisch, ich sage immer nur Add to X zum Beispiel und er berechnet mir die Non-Retina-Version alles automatisch, muss dafür nichts mehr tun. Ja, also das kann ich sehr empfehlen, kostet ein bisschen was, aber ist absolut sein Geld wert. Übrigens, falls ihr euch hier wundert, warum ist da noch so Katzendreck unter den Icons? Hat rein rechtliche Gründe, es muss ein Screenshot sein und das ist einfach der Infodialog. Das nur so am Rande. Anderes Thema, häufig kann man vieles an tollen Artwork einfach übernehmen vom OS und man mag das als Stehlen bezeichnen. Ich sehe es so ein bisschen so, eigentlich der Anwender erwartet es ja fast, dass er irgendwie in der eigenen App sich genauso zurechtfindet wie in einer System-App, also sprich, dass man irgendwo auch dieselben Icons für irgendwie denselben Task verwendet. Nicht immer ist es, gibt es da, sage ich mal, entsprechende System-Buttons, da gibt es ja nur sehr, sehr wenige, die das OS so als, also in UI-Kit oder bei Button Named zum Beispiel zur Verfügung stellt. Dafür gibt es ein nettes Tool, das heißt Extractor, ist als Open Source verfügbar. Das kann man einfach auf seinen Simulator packen und der geht komplett das ganze UI-Kit und alle anderen Frameworks durch, extrahiert die Bilder und bietet einem die eben an, kann man durchsuchen nach den Filenamen und dann letztlich sich einfach sichern und die dann zum Beispiel weiterverwenden in seinen Projekten. Das kann sogar nicht nur auf den System-Frameworks arbeiten, sondern auch auf Third-Party IPAs, die man letztlich in iTunes gesichert hat. Und darüber kann man sogar mal eben gucken, wie haben irgendwelche anderen Apps das zum Beispiel realisiert und sich das Artwork von anderen Apps angucken. Da sollte man allerdings ein bisschen aufpassen mit einfach übernehmen. Ein weiteres Feld ist natürlich dann das Thema, also jetzt unabhängig wirklich von den reinen Bildern, wie kann ich letztlich die Schriften, die Farben, die allgemein eben die Appearance anpassen und wie kann ich die auf eine Art und Weise customizen, wie es schön ist. Da ist ein bisschen, sage ich mal, jetzt mit iOS 7 hat sich das Ganze natürlich etwas geändert. Es sind sehr viel weniger Dinge eigentlich, sage ich mal, opportun zu machen. Man kann sie zwar noch machen, aber im Endeffekt in vielen Fällen reduziert sich es ja doch mehr oder weniger auf die Tint-Color, die man ändert. Aber dennoch sage ich mal, es gibt nach wie vor ja diese UI-Appearance-API und die ist auch nach wie vor praktisch, sobald man eben ein bisschen mehr machen möchte. Und da gibt es ein interessantes Projekt, finde ich, nennt sich UI-Kit Style Sheets. Viele, denke ich, die UI-Appearance-Code geschrieben haben, haben letztlich irgendwie Code wie diesen da schon mal irgendwie runtergehackt, wo man letztlich all diese für alle möglichen UI-Kit-Elemente letztlich diese ganzen Attribute festlegt, wie Farben und Hintergrundbilder und Vordergrund und was weiß ich was alles. Das ist natürlich Code, den kann eigentlich kein Designer mehr verstehen. Also sprich, genau diese Schnittstelle mit dem Designer, der einem Photoshop gibt und dann soll man das Ganze umsetzen, das ist natürlich dann wieder Aufgabe des Entwicklers. Manchmal ist es allerdings sinnvoll zu sagen, Mensch, du Designer, du kannst auch mal ausprobieren, wie würde denn das alles ausschauen, wenn wir hier so ein bisschen tweaken und hier mal ein bisschen die Farben ändern oder hier mal ein bisschen was anpassen. Dafür ist das eigentlich eine spannende Geschichte. Dadurch kann man nämlich diesen Code reduzieren auf was sehr viel leichter vielleicht für selbst einen Designer verständliches. Letztlich jeder Designer, der schon mal mit CSS gearbeitet hat, wird vielleicht auch mit sowas irgendwie klarkommen. Das ist jetzt JSON von der Notation her oder von der Syntax her. Aber ja, es erlaubt ihm einfach letztlich vielleicht selber einzugreifen und mal Dinge ausprobieren zu können, wie die App ausschaut. Das Ganze, wie gesagt, verständliche JSON-Syntax. Schön ist, man kann es auch live updaten. Also sprich, es ist möglich, über so ein HTTP-Push-Verfahren irgendwie was zu ändern. Die App läuft und man sieht sie einfach, wie sie sich plötzlich in anderen Farben und so weiter verhält.
Man kann diesen Code nachher auch UI-Appearance-Code generieren. Also man kann es entweder nutzen als ein Tool, was dauerhaft drin bleibt oder ein Framework, aber man kann es auch so nutzen, dass es einem nachher einfach fertigen UI-Appearance-Code generiert, den packe ich rein und danach habe ich mit dem Framework so nichts mehr zu tun. Auf GitHub als Open Source zur Verfügung. Anderes großes Thema ist einfach wie das Thema Layout. Vielleicht da mal kurz so kurze Umfrage: Wer hat alles schon auf Auto-Layout umgestellt? Wer noch nicht? Oh, das hält sich etwa die Waage. Interessant. Also ich denke, seit iOS 7 kann man es auch wirklich benutzen. Vorher war es schon eine große Qual, aber nach wie vor würde ich mal sagen, es gibt Bereiche, wo es mehr Spaß macht und mehr Sinn macht, und Bereiche, wo ich eher so ein bisschen die Finger von lassen würde. Speziell zum Beispiel sowas wie Tabellenzellen-Layout, also wie praktisch innerhalb von einer Tabellenzelle layoutet wird. Ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob Auto-Layout das Richtige ist, aber ja. Ich denke, die allermeisten von euch haben schon mal irgendwie solchen Code geschrieben, wo man letztlich irgendwie irgendwelche Subviews in irgendeiner Art und Weise in seiner View-Hierarchie anordnet. Und irgendwie aus meiner Sicht, mich hat das immer gestört, weil es wahnsinnig langer Code ist, wahnsinnig fehlerträchtig, und irgendwie eigentlich passiert da ja gar nicht sehr viel. Das ist also irgendwie ziemlich aufgeblasener Code für relativ wenig Funktion. Trotzdem muss man ihn wirklich erstmal lesen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und aus meiner Sicht sehr viel verständlicher ist irgendwie so eine Art von Formulierung, wo man letztlich eher ja, dass die Methodennamen letztlich sprechend sind. Ja. Und das fand ich ein ganz interessantes Projekt. Ist von Citrix entwickelt ursprünglich und als Open Source freigegeben. Wo man letztlich an eine View über diese PO-Frame-Builder-Klasse praktisch so Ketten von Layout-Befehlen letztlich anhängen kann. Und das kann also beliebig verschachtelt sein, und ich kann da die Höhe ändern, die Breite, und kann es in der Superview auf irgendeine Art und Weise alignen und solche. Also es ist relativ mächtig, was man da alles machen kann. Man kann es auch selber erweitern nach Belieben. Und ja, also ich habe damit gearbeitet, finde das eigentlich ganz schön. Sowas zum Beispiel Center in Superview, sehr viel logischer, sehr viel einfacher zu verstehen, was passiert hier eigentlich, als wenn ich diesen hässlichen Code hätte, wo man die Frames irgendwie selber manipuliert. Ja, gibt es auf GitHub einfach so zur Verfügung. Anderes Thema: Wenn man jetzt mal mit Auto-Layout arbeitet, habe ich irgendwie als erstes, als ich damit angefangen habe, huch, ja, wie kann ich jetzt hier eigentlich noch animieren, so ungefähr? Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe irgendwie Auto-Layout, alles schön und gut, aber jetzt möchte ich das Ding irgendwie reinfahren. Setframe bringt irgendwie nichts, tut nichts, macht gar nichts. Seltsam, was passiert da nun eigentlich? Und dann stellt man eben fest, naja, also Setframe funktioniert einfach bei Auto-Layout nicht, hat letztlich keine Funktion mehr. So ist die Lösung, das zu animieren. Letztlich, was man tut, ist praktisch einen Animationsblock aufzubauen und einfach darin das Layout if needed reinzupacken, weil dann wird einem letztlich dieses Layout neu generiert, und wenn ich einen Animationsblock außenrum habe, dann wird es natürlich animiert. Vorher setze ich halt irgendeine Art von Konstante. Also klar, man muss letztlich einen Constraint haben, den ich animieren kann. Ne? Also ich brauche dann natürlich, wenn ich das reinfahren will oder sowas, dann baue ich mir halt einen entsprechenden Constraint. Den muss ich natürlich, wenn ich das als Storyboard oder NIP gebaut habe, auch als Outlet in meinen Code verlinken. Dann kann ich darauf zugreifen und eben einfach ja, darüber die Konstante ändern und das eben auf die Art und Weise animieren. War für mich nicht so ganz offensichtlich. Ein großes Thema: View Debugging. Ganz häufig, wenn man eben so komplexe Views hat, irgendwann steht man so vor diesem Big Mess so ungefähr, wie ich blicke nicht mehr durch, was ist hier über wem, und ich sehe nichts. Ja, ist sie hidden, ist sie nur dahinter, was ist hier eigentlich los, oder ist die irgendwo woanders? Also View Debugging ist aus meiner Sicht einfach so im täglichen ja, Programmieren ein häufiges Thema eigentlich. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Tools. Ein eingebautes Tool ist das Recursive Description, was ich einfach im Debugger aufrufen kann,
was schon mal sehr, sehr leistungsfähig ist. Ich kann damit letztlich für eine bestimmte View mir die komplette Sub-View-Hierarchie dumpen lassen. Ich kann das natürlich auch auf das Window selber machen, dann sehe ich also die komplette View-Hierarchie, ist sicherlich für viele Fälle völlig ausreichend und auch insofern super, weil es ohne irgendwelche Zusatzinstallationen oder Einbinden von irgendwelchen Frameworks einfach so funktioniert im Debugger. Ein bisschen kann man das aus meiner Sicht, was mich immer stört, praktisch bei diesem Output, ich sehe nie so wirklich, ist das jetzt irgendwie eine View, die irgendwie ganz unten ist im Screen oder ist die oben? Ich muss ja letztlich dann wirklich, dadurch, dass die ganzen Positionierungen ja immer relativ zur jeweiligen Superview sind, muss ich im Endeffekt immer alles durchaddieren, um zu sehen, ja, wo ist nachher irgendwas. Ich habe es irgendwie, finde es praktischer, wenn man das Ganze in absoluten Koordinaten umrechnet. Das habe ich mal als kleine Category auf UI-View mir gemacht, weil ich das einfach praktischer finde, wenn ich sehen kann, okay, das ist irgendwie links, das ist rechts, das ist oben, unten und so weiter. Das sehe ich auf die Art und Weise sehr viel schneller. Das gibt es als, habe ich auch auf GitHub mal gestellt, kann man sich einfach mal angucken und verwenden oder sich Anregungen holen oder sowas. Da sind noch ein paar mehr Sachen dabei. Da komme ich dann später auch nochmal drauf. Auch etwas, was in dem Zusammenhang praktisch ist aus meiner Sicht, man kann im Home-Verzeichnis sich eine .lldb-init anlegen und sich dort letztlich so kleine Makros reinpacken, die man im Debugger dann aufrufen kann. Also wenn man nicht jedes Mal irgendwie PO sonst was Recursive Description schreiben möchte, kann man sich sowas zum Beispiel in die LLDB-Init packen und dann hat man eben sowas zur Verfügung wie RD, macht mir Recursive Description fürs komplette Window oder RD auf eine bestimmte View, macht mir die Recursive Description einfach auf die View. Dadurch kann man sich so ein bisschen einfach die Tipparbeit sparen. Man kann sowas natürlich auch mit irgendwie Textexpander oder solchen Utilities machen. Das finde ich so ein bisschen praktischer hier, weil es speziell einfach in Xcode dann hart verdrahtet ist und ich muss nicht mehr groß irgendwas, es geht einfach sehr viel schneller so auf die Art und Weise. Ein Tool, was man schon einbinden muss, aber was ich aus meiner Sicht eigentlich, was ich sehr gerne verwende, ist, nennt sich DC Introspect, arbeitet im Simulator und erlaubt einem letztlich interaktiv Views zu debuggen. Ich kann damit auch schöne Feintunings machen, dass ich mal irgendwie einen Pixel nach links, einen Pixel nach rechts schiebe, irgendwas. Ich glaube, ich habe da auch das so ein Keybindings-Memo-Sheet hinterlegt, was das alles für Befehle gibt. Also im Endeffekt, ich starte das Ding, drücke einfach die Space-Taste oder die Schüttelgeste im Simulator, dann geht letztlich in der Statusbar so ein Ding auf. Ich kann mit der Maus alle Views anpacken und anfassen und die selektieren und ich kann sie dann irgendwie über die Zehner-Tastatur zum Beispiel verschieben oder ich kann sie aus- und einblenden, also Hidden Flag setzen, solche Befehle. Und das ist aus meiner Sicht, also so, gerade so für sowas wie Cell Layout oder sowas, das Ding muss nochmal so ein bisschen umpositioniert werden, schnell mal austesten, wie schaut es aus, bevor ich das irgendwie live in Code mache und jedes Mal wieder so einen Run-Cycle habe, kann man sehr, sehr viel Zeit auf die Art und Weise sparen. Hier mal so ein bisschen so, wie das live ausschauen kann. Also ich fasse das Ding an praktisch und kann dann zum Beispiel auch eben so ein Feld mal oder so ein Label mal eben verschieben, ohne Probleme, kann man sehen, wie schaut das dann aus oder so. Ich bin dann sogar hergegangen, habe das noch ein bisschen erweitert, so ein Augmented Reality Modul drin in der App und da brauchte ich eine Möglichkeit, um zum Beispiel schnell Screenshots zu machen von irgendwo lokalisiert auf der Welt. Also man muss sich vorstellen, ich will ja jetzt nur, weil ich irgendwie einen kanadischen Screenshot haben möchte, nicht irgendwie nach Montreal reisen, sondern ich nehme letztlich dann ein Bild von Montreal und blende da meine Resultate ein. Ne? Ich muss die natürlich auf irgendeine Art und Weise faken, sonst wird man ja nicht froh im Endeffekt. Und das war ein ganz nettes Tool, weil ich damit letztlich einfach die ganze meine Orientierung letztlich, wo ich hinschaue, einfach über dieses DC Introspect steuern kann und wenn es mir gefällt, dann lasse ich so, gehe raus aus dem Modus und kann meinen Screenshot machen. Und das Schöne ist, es ist sogar skriptbar. Also ich kann das dann sogar in so einem automatisierten
über dieses UI-Automation-Teil praktisch in Instruments sogar fernsteuern. Was haben wir noch? Es gibt ein anderes Tool noch, das nennt sich Reveal. Das macht das Ganze so ein bisschen grafisch und das in der 3D-Form. Da gibt es auch noch ein anderes, das heißt Spark Inspector, macht im Endeffekt was Ähnliches genauso. Sind zwei Tools, das sind kommerzielle Tools. Das eine ist noch in Beta, das andere ist schon als kommerzielles Tool erhältlich. Beim Reveal habe ich das auch mal ausprobiert oder euch mal als kleines Video irgendwie, wie das ausschaut. Man selektiert letztlich irgendwie eine View, kann dann irgendwie das so als 3D darstellen, dadurch relativ schön klar, kommt ganz gut klar raus, wie die View-Hierarchie da gestapelt ist. Man kann eins selektieren, zum Beispiel eine View, und die dann rausziehen. Dann sieht man irgendwie nochmal genauer, wie die praktisch aufgebaut ist. Man kann genauso dann auch Dinge verändern. Also es ist nicht nur ein Viewer, der darstellt, wie die ganze View funktioniert, sondern ich kann also zum Beispiel, wollen wir jetzt hier dieses Label, was verrutscht ist, wieder anpassen. Dann selektiert man das und müsste das dann auch sehen gleich, wie das dann praktisch ausschaut. Genau, wenn man es wieder nach unten zieht. Also man hat letztlich Zugriff auf die kompletten Properties von der View und kann damit eigentlich alle Parameter soweit ändern. Also auch ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Das funktioniert auch also man kann das sowohl mit dem Simulator koppeln, aber auch mit einem Device, was man in seinem Wi-Fi hat, und dann wird das per Bonjour gefunden. Also das geht beides und ja, von daher auch also sehr leistungsfähig. Wie gesagt, Spark Inspector ist ein ähnliches Tool, schaut relativ ähnlich aus, so von der Idee, hat noch ein bisschen ein Zusatzfeature drin, was ich ganz spannend finde, dass man da auch Notifications debuggen kann. Also man kann dort letztlich sich alle versandten Notifications in so einer Timeline anschauen, mit eben den jeweiligen Properties, die an den Notifications dranhängen. Man kann sie replayen, man kann sehen, welche Observer an einer Notification dranhängen und so weiter. Also das Wenn man da praktisch auch nochmal was braucht, ist das auf jeden Fall ein interessantes Tool. Dann gibt es noch eins, das heißt Pony Debugger. Das ist auch so ein bisschen so ein Schweizer Messer, so ein Universalwerkzeug. Das hat alle möglichen Funktionen drin. Eben nicht nur so ein UI-Debugging-Werkzeug, sondern auch für Netzwerk-Debugging sind Dinge drinnen. Für Core Data gibt es Debugging-Tools. Alles, ups. Basierend auf den Google Chrome Developer Tools. Also letztlich startet man den Chrome auf seinem Mac und ist dann in diesem Developer Tools, so ähnlich wie bei Safari, wenn man eben auf Inspect irgendwie klickt, dass man in diesem Developer-Modus drin ist. Und dort kann man auch mal reingucken, wie das dann ausschaut. Also sieht man auch letztlich die ganzen Views gehighlighted, schön hierarchisch aufgeführt. Man kann hier auch bestimmte Attribute einfach ändern, einen Button mal nach links, nach rechts fahren und so weiter. Also auch das ganz praktisch. Ich fand es nicht ganz so leistungsfähig irgendwie wie diese kommerziellen Tools. Also das hier ist kostenlos als Open Source verfügbar. Es hat noch ein paar andere Dinge, die ich, wie gesagt, jetzt gar nicht getestet habe mit dem Netzwerk, Debugging und so weiter. Also vielleicht ist für andere Einsatzzwecke auch nochmal spannender. Ich fand, es ist jetzt kein großer Mehrwert gegenüber diesem DC Introspect, was ich schon relativ lange verwende, aber das ist sicherlich auch immer Geschmackssache. Also was sicherlich nett ist, ist diese hierarchische Aufteilung, dass man schön sieht praktisch, wie ist die View hier strukturiert praktisch und kann das dann, sieht immer praktisch das gehighlighted auf dem Simulator. Wobei das mit Introspect auch genauso möglich ist. Also da gibt es auch so eine Mac-App, mit der man das auch nochmal sehen kann oder praktisch mal so hierarchisch sich angucken kann. Ganz anderes Thema, wenn wir uns um Buttons kümmern oder uns Buttons anschauen, häufig habe ich das Problem, dass eigentlich so das Touch-Target von einem Button ist zu klein. Was macht man da? Man kann natürlich hergehen und den Button größer ziehen, nur das Artwork klein lassen, aber das würde ich mal sagen, ist nicht die schöne Lösung, das sollte man nicht unbedingt machen. Der Weg, wie es eigentlich geht, ist zu sagen, ich subclasse den Button, überschreibe diese Hit-Test-Methode, weil da genau passiert dieser Test im Endeffekt, wie groß ist das Touch-Target, und gebe da letztlich einfach mich auch für einen etwas größeren Bereich als Target zurück und dann
hat man das Problem gelöst. Wichtig da noch zu sehen, die Superview muss natürlich groß genug sein, weil wenn die praktisch schon das Ganze limitiert, dann hilft einem das Ändern durch den Hit-Test nicht, dann müsste man das auch bei der Superview machen. Also insofern, aber das kann man in den meisten Fällen eigentlich ja sicherstellen, dass die Superview wenigstens groß genug ist. Und ja, dadurch kann man einfach auf einfache Art und Weise das Touch-Target vergrößern. Ist auch so eine Usability-Geschichte. In vielen Fällen wird es nicht gemacht, aber das sind dann halt so diese kleinen Dinge. Verhält sich so eine App teilweise einfach nadelig, wenn irgendwie so ein Button ja irgendwie so gefühlt nicht immer funktioniert. Und das liegt in vielen Fällen einfach daran, dass das Touch-Target nicht groß genug ist. Also Daumenregel auch da 44 mal 44 Minimum und ansonsten ja so groß wie sinnvoll, so groß wie möglich. Auch da gibt es ein bisschen Code, kann man sich angucken. So ein Button, der das ja letztlich schon implementiert, habe ich jetzt hier nicht als Code aufgeführt. Da könnt ihr einfach mal reingucken. Selected State ist irgendwie sowas, was aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, wo viele Leute hergehen und ein bisschen Code gesehen, da wird dann so ungefähr der Titel überschrieben, je nachdem, ob es enabled oder disabled ist oder connected oder disconnected ist. Viel, viel besser, wirklich einfach dafür den Selected State nehmen. Man kann den Titel je nach State entsprechend anpassen, den Titel für unselected, für deselected, für selected, für unselected entsprechend setzen. Und dann muss man letztlich nur noch den State ändern und fertig ist die Laube. So ein Pitfall ist, man kann den Button oder die Titles, Backgrounds und Farben und so weiter in Xcode zwar ändern für Selected wie auch für dieses Highlighted, also wenn ich praktisch nur mit der Maus oder mit dem Finger drauf bin, aber noch nicht losgelassen habe. Allerdings haben sie irgendwie aus irgendeinem Grund vergessen, eigentlich den kombinierten State, Highlighted plus Selected, abzubilden in Interface-Bilder. Also wenn man dieses Thema hat, eben dass man für Selected wie für Deselected auch noch den Highlighted State braucht, dann muss man letztlich diesen dritten State leider in Code nachrüsten. Das ist ein bisschen eine dämliche Geschichte. Halt in der View.Load letztlich da den Titel oder die Background-Farben und Images einfach nochmal setzen. UI-WebView. Kommen wir mal zu UI-WebView. Da lassen sich auch sehr viel spannende Dinge machen. UI-WebView ist ja sehr viel mehr als wirklich nur zum Anzeigen von Webseiten. Man kann wirklich in wahnsinnig vielen Fällen eigentlich Webviews missbrauchen für alle möglichen Dinge, wo es letztlich nur um Rich Text im Endeffekt geht, in irgendeiner Art und Weise, mit Bildern, mit ohne Bildern, mit Interaktion, ohne Interaktion. Aber in sehr, sehr vielen Fällen ist einfach die Webview das einfachste Mittel, um so ein Layout umzusetzen. Häufig muss man dafür aber oder möchte man dafür natürlich irgendwie eigene Hintergründe haben, zum Beispiel wenn man irgendwie alternierende Zellenhintergründe hat oder solche Dinge, kommt es darauf an, die WebView einfach transparent zu machen. Leider ist es nicht damit getan, die nur auf Opaque No und Clear Color als Background zu setzen, sondern man muss auch wirklich im HTML nochmal sagen, pass auf, Background Color ist transparent, ist leider so. Oder vielleicht macht es auch Sinn, dass man letztlich das nochmal in HTML einfach auch steuern kann. Das heißt, im Endeffekt klappt sowas auch nur wirklich, wenn man den Code, das HTML von der WebView selber unter Kontrolle hat. Also für wo man, ja, ansonsten macht es auch vielleicht wahrscheinlich wenig Sinn. Highlighted, genau. Also wir hatten vorher gesehen, diesen Button State Selected. Genauso gibt es ja den Highlighted State von dem Button, eben wenn ich nur mit dem Finger drauf bin, noch nicht losgelassen habe. Sowas macht häufig auch für die Webview Sinn. Also ich möchte eine ganze Webview zum Beispiel eben einfach das Ding selektieren, solange ich drauf bin. Und wenn ich wieder weggehe, dann soll es bitte auch wieder weg, soll es wieder ja, die Farbe oder irgendwas sich ändern. Auch das ist möglich mit einer Webview, mit so ein bisschen Magic. Ich kann letztlich das einfach über JavaScript lösen, ne? Ich kann, wenn eben highlighted gesetzt wird, mir per JavaScript irgendein Element rausholen und da zum Beispiel dann die Farben ändern. Ne? Das erlaubt einem, das sehr viel mehr einzubinden, dass eine Webview nicht so ein
Fremdkörper letztlich ist, hier ist Web, hier ist Native, sondern das sehr viel mehr eigentlich irgendwie so zu verzahnen, sodass eine Webview für viele Anwendungen einfach Sinn macht, weil sie ja zum Beispiel eben sich leicht formatieren lässt über HTML. Graue Schatten, das war immer so ein bisschen eine nervige Geschichte. Sobald man eine scrollende Webview hat, hat man ja immer diese Schatten gehabt. Das ist jetzt in iOS 7 anders, aber für alle, die natürlich auch noch iOS 6 unterstützen müssen, ist das nach wie vor ein Thema. Wie kann ich diese grauen Schatten entfernen, die da irgendwie mir vielleicht dann irgendwie meine ganze UI irgendwie kaputt machen? Man muss so ein bisschen zum Holzhammer greifen an der Stelle und letztlich einfach die Subviews von der Webview sich angucken, hier in dem Fall rekursiv einfach durchgehen und alles, was eine Imageview ist, einfach rauskicken, einfach auf Hidden stellen. Damit hat man sich dieser Schatten entledigt. Hat auch sonst bislang keine Seiteneffekte und gut, jetzt in iOS 7 braucht man es nicht mehr, aber ja, wie gesagt, für iOS 6 nach wie vor aktuell, denke ich. Ja, wenn es darum geht, das Touch-Handling zu überschreiben, es ist manchmal auch interessant, das Touch-Handling von der Webview selber zu machen. Wenn man eben, wie gesagt, nur die Anzeige irgendwie, nur das Layout von der Webview machen möchte, aber trotzdem den Rest in irgendeiner Form selber steuern möchte. Das ist leider nicht so ganz einfach, weil die Webview nicht selber letztlich in der UI WebView das Touch-Handling macht, sondern in der Subklasse. Also hängt so ein bisschen mit den Innereien von WebView zusammen. Was man also machen kann, um das zu lösen, ist, man subclast UI WebView in eine eigene Subclass und überschreibt erstmal diese Hit-Test-Methode, um letztlich der WebView beizubringen, pass auf, nicht dieses Subview von UI WebView, ich glaube UI Document WebView oder sowas heißt die, oder Web Document View, die ist zuständig für das Touch Handling, sondern bitte wir selber. Also da Return Self praktisch in dieser Hit-Test-Methode, wenn wir eben, wenn wir betroffen sind, dann eben geben wir uns selber zurück, deswegen, sodass wir erstmal überhaupt für das Touch-Handling zuständig sind und dann können wir letztlich die ganzen Touch-Events überschreiben von Touches Begin, Touches Move, Touches Ended, Cancelled und so weiter, die man so kennt. Also insofern ja, ist das am einfachsten, beziehungsweise wenn man das überschrieben hat, kann man eben dann alle möglichen Gesten und so weiter eben auch wieder unterstützen. Leider ist die WebView ein bisschen eklig, was Einbinden in Layouts angeht, denn sie sagt mir nicht von vorne, oder sowas wie Size to Fit geht nicht so einfach, weil die WebView ja immer erstmal asynchron letztlich den Content lädt. Man muss ja immer erstmal der WebView sagen, pass auf, lad dieses und jenes HTML, entweder von der Remote-URL oder auch einfach nur diesen und jenen HTML-String. Aber sie muss das immer erstmal reinladen, parst es und gibt einem dann im Delegate irgendwann mal zurück, ja, ich bin fertig, ich habe es geladen. Und erst dann steht eigentlich die Höhe der WebView endgültig fest. Das macht so ein bisschen hässlich, sage ich mal, in Fällen, wo es darum geht, die WebView irgendwie einzupassen, zum Beispiel in variable Zellenhöhen oder sowas. Es gibt allerdings schon so ein paar Tricks, wie man das hinbekommt. Ein Trick, den ich eigentlich immer verwende, ist zu sagen, ich in der WebView finish load gehe ich her und shrink die Size oder die Höhe erstmal auf 1 ein und sage dann, jetzt gib mir bitte die Größe Size that fits zurück. Das ist irgendwie so ein Trick, der funktioniert. Letztlich man dröselt sie erstmal also komplett auf 1 und dann gibt er mir die richtige Höhe. Wenn ich das nicht machen würde, würde mir einfach letztlich, wenn ich 1000 hätte oder sowas und die Webview vom Content nur 100 hoch ist, dann würde er mir trotzdem 1000 zurückgeben. Deswegen muss man also da diesen Trick machen, erstmal die Höhe auf 1 zurückstellen und dann kriegt man also eine vernünftige Höhe zurück. Ist allerdings auch so ein bisschen immer mit Gefahr verbunden, zumindest wenn der Content nicht der eigene ist. Dann hat man nämlich, also gerade wenn man irgendwie komplexen Content hat, mit den man selber nicht unter Kontrolle hat, mit wo JavaScript noch läuft und Zeug nachgeladen wird in Frames oder sowas, dann wird man hier zum Teil mehrfach aufgerufen und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also ich empfehle es eigentlich wirklich nur für Content, den man selber unter Kontrolle hat, weil da hat man dann so ein bisschen, weiß man zumindest, was man macht, dass man da keine, was weiß ich, speziellen JavaScript-Schweinereien noch macht oder so.
Genau, das Thema hatte ich schon angeschnitten mit der Höhe von der WebView, die zum Beispiel für, wenn die WebView in der Zelle drin ist, von der TableView. Und da kommen wir zu dem Thema, wie ist das, was kann man machen, um die Performance von Tableviews letztlich gut hinzukriegen. Und da sind zwei Aspekte erstmal irgendwie interessant, die man sich anschauen muss. Die Höhenberechnung, wo eben zum Beispiel dieses Thema mit WebViews zum Tragen kommt, und das Cell Drawing selber, wenn ich also wirklich, wie das Zeichnen der Zellen dann wirklich die Performance beeinflusst. Beides sind eigentlich komplett getrennte Probleme und man sollte sich eigentlich, wenn man merkt, irgendwie ich habe hier Schwierigkeiten mit der Performance, sich auch immer erstmal vergegenwärtigen, welches Problem muss ich beheben oder an welchem Problem muss ich arbeiten. Wenn das Problem ist, dass die Table View zum Beispiel, wenn ich eben so einen Table View Controller pushe, einfach lange braucht, bis initial irgendwas kommt, dann ist in allermeisten Fällen oder in vielen Fällen die Höhenberechnung das Problem, denn das passiert am Anfang, dass letztlich für alle Zellen erstmal die Höhe berechnet wird, vorausgesetzt man hat also unterschiedliche Höhen. Also sobald man mit einheitlichen Höhen arbeitet, hat man das Problem natürlich gar nicht. Also Höhenberechnung ist dann ein Thema, wenn man eben unterschiedliche Zellhöhen hat. Und das tritt eigentlich immer am Anfang des Ladens der Tabelle auf, dass man also da dass einmal diese ganze Höhenberechnung für alle Zellen gemacht wird. Und dann hat man natürlich das Cell-Drawing. Das ist dann relevant, wenn ich scrolle und merke, hups, das ruckelt hier aber. Dann könnte möglicherweise beim Drawing eben das Problem liegen. Gehen wir mal bei Höhenberechnungen drauf ein. Was gibt es da für Ansätze? Um letztlich Höhen für Zellen rauszufinden. Klar, natürlich in vielen Fällen kann man das lösen mit diesen Size with Font, hieß es früher, jetzt seit iOS 7 Size with Attributes, wo man letztlich einfach für einen bestimmten String sagt, bei dem und dem Font mit den und den, was weiß ich, Format Bold und den Attributen, wie sieht praktisch die Größe aus oder was für eine Größe kriege ich da zurück? Da gibt es ja alle möglichen Varianten, die man da aufrufen kann. Und das muss man dann möglicherweise eben für alle seine Elemente machen, die in der Zelle sind. Und je nach dem Layout der Zelle kommt man dann letztlich auf entsprechende Höhen. Ist natürlich schon auch immer ein Zeitfaktor, der dafür anfällt letztlich, weil einfach wirklich ja, ein Großteil dieses Renderings letztlich im Hintergrund schon passiert, ja, weil er einfach nur fürs Layout schon viel machen muss. Aber letztlich kommt man nicht drum rum, wie man sich dreht und wendet. Das muss irgendwie gemacht werden. Ne? Wenn man mit TextViews arbeitet, dann kann man natürlich dieses Size That Fits aufrufen. Das ist insofern ein Vorteil von einer TextView gegenüber einer WebView, dass ich hier wirklich eben so ein Size That Fits bekomme und das zum Beispiel eben für meine Höhenberechnung verwenden kann. Komplett anderer Ansatz ist natürlich zu sagen, okay, ich rendere im Endeffekt eh schon alles vor und dann weiß ich natürlich auch die Höhe, ist aber sicherlich ja, der schlechteste Ansatz, weil selbst wenn meine Tabelle so und so 400 Zeilen hoch ist und ich nur die ersten fünf darstelle, warum soll ich schon alle vorher komplett durchrendern? Das ist also eigentlich nicht der richtige oder nicht der sinnvolle Ansatz in den allermeisten Fällen. Ein anderer Ansatz, den ich auch schon zum Teil verwendet habe, ist zu sagen, bei einer UI-WebView habe ich natürlich eben das Problem, dass das erst asynchron zurückkommt, also nachher erst irgendwie die Höhe ist so und so. Man kann natürlich dann hergehen und sich so ein bisschen damit behelfen, dass man sagt, naja, okay, ich kann vielleicht aus irgendwelchen Heuristiken schätzen, ich habe den und den Content in der WebView, wie groß wird das wohl sein? Und wenn man den Content selber unter Kontrolle hat, hat man dann natürlich auch Möglichkeiten, das so ein bisschen schätzen zu können. Und dann eben notfalls, wenn es nicht ganz so eintrifft, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man es halt nochmal ändern. Ne? Das ist sicherlich auch ein Ansatz. Manchmal ist es besser zu sagen, lieber schnell ein Ergebnis zu haben, als das für das Ergebnis selber sehr, sehr lange zu brauchen, um dadurch letztlich den Ladevorgang einfach zu verlangsamen. Ne? Also kann häufig sinnvoll sein, lieber schneller ein Ergebnis und notfalls muss ich es halt dann nochmal korrigieren, wenn es falsch war. Aber in iOS 7 ist es insofern spannend, da haben sie jetzt nochmal neu, haben das Problem erkannt und haben angefangen dafür letztlich genau diesen Ansatz mit diesem Schätzwert in die API zu gießen, dass man also da die Möglichkeit hat, so ein Estimate anzugeben für eben die Zellhöhen. Und ich hab noch nicht wirklich viel Erfahrung damit, wie gut das funktioniert in der Praxis, aber ich denke, der Ansatz ist zumindest ein guter, dass man wirklich ja, eben genau das beschleunigt, dass man gerade Tabellen mit sehr, sehr vielen Zellen
auf die Art und Weise sehr viel schneller einfach mal initial bekommt und okay, sie müssen vielleicht notfalls nochmal angepasst werden, aber man hat eben, ja, für das initiale Rendering geht es einfach sehr viel schneller auf die Art und Weise. Beim Drawing selber der Zelle sind es auch natürlich viele Punkte, die einfließen in Performance. Da liefert Apple einem auch in den Dokus schon relativ viel mit. So ein Klassiker ist natürlich das Vermeiden von Transparenzen. Wenn es irgendwie geht, wenn irgendwie der Hintergrund eh weiß ist, dann natürlich auch die Labels mit weißem Hintergrund, weil dann ist einfach das Compositing, was passiert, dass letztlich die verschiedenen Views ja in der GPU zusammengerechnet werden, ist natürlich sehr viel einfacher, wenn einfach die Hintergründe einfach auch opak sind. Dann muss dann nicht irgendwie das reingerechnet werden im Endeffekt. Dafür gibt es auch im Simulator so eine Einstellung, wo man die Transparent Cells sich farbig markieren kann und da sieht man relativ schnell, wenn man da Probleme hat. Wenn man mit Shadows arbeitet, auf CA-Layer-Ebene, ist es ganz wichtig, den Shadow Path zu setzen. Ansonsten wird es brutal langsam. Die Erfahrung habe ich gemacht mal, da hatte ich so Icons irgendwie noch mit abgerundeten Ecken und die mit einem Shadow hinterlegt. Und wenn man da jetzt nicht den Shadow Path setzt, dann wird das Ding so wahnsinnig träge und langsam, dass es ein Graus ist. Also das bringt unglaublich viel. Wenn man mit Core Animation Shadows arbeitet, muss man einfach wirklich sich zur Angewohnheit machen, immer diesen Shadow Path zu setzen. Und das ist dann im Endeffekt ja halt irgendwie mit UI Bezier-Path oder CG-Path ein erzeugter Pfad, wo man eben verschiedene Elemente hat, dann mit Kurven, die man da zusammenfügen kann. Ja, komplexe Draw-Rect-Methoden können die Performance auch ziemlich beeinträchtigen. Also mein Tipp ist, oder mein, ja, man kann mit DrawRect arbeiten, aber es ist nicht einfach, dass das performant ist. Eigentlich mein Ratschlag, lieber wirklich ganz auf DrawRect verzichten. Es ist meistens wirklich eher Performance nachteilig, aus meiner Sicht. Besser, wenn man schon, sage ich mal, die Zelleninhalte selber zeichnet, dann würde ich wirklich eher hergehen und zu sagen, die Inhalte dann in ein Image zeichnen. Das kann man in so einen Image-Kontext machen. Das geht sogar auf einem Background-Thread. Und statt das in einen Draw-Rack zu machen, denn Bilder, die in einem UI-Image-View sind, können dann auch einfach gecached werden und dann sehr viel schneller angezeigt werden. Also das ist ja aus meiner Sicht dann, wenn man das schon selber zeichnet, einfach der bessere Ansatz. Genau, das habe ich hier dann nochmal dargestellt. Wenn es geht, natürlich Bilder tatsächlich, also wenn man eh schon mit Bildern zu tun hat, sollte man auch sie wirklich gleich mit UI-Image, Image-Named reinladen und nicht mit Image-Draw-in-Rect reinmalen, weil das auch nochmal beschleunigt ist. Da sind letztlich die Caching-Routinen von UI-Image, die einfach das Bild nochmal sehr viel schneller holen und auch praktisch das Decoding vom JPEG Caching oder vom PNG wird ja auch decoded erstmal. Und ja, das sind alles so Dinge, die dann einfach besser optimiert sind. Also wenn es geht, ja, wirklich wie gesagt, am wenigsten sage ich mal, auf der niederen Ebene selber zeichnen, das bringt eigentlich meistens eher keine Performance-Vorteile. Ja, das soweit zu den Tipps, die ich für euch heute auf Lager hatte. Jetzt hoffe ich, dass viele, viele Fragen kommen. Ich habe das Tool mal geschrieben, als ich mich bei ein paar Firmen bewerben wollte, um einfach zu gucken, was deren Apps so machen. Aha. Und da sind enorme Sprünge drin Das gewesen. ist Wahnsinn, gell? Ich konnte ein paar Tools auf 50% drücken von der Megabyte-Anzahl, wie sie teilweise im Store vorhanden waren. Das waren auch ganz populäre Tools. Von Panic war auch welche dabei. So die generelle Orientierung ist, wenn da so 10% an Verlust rauskommt, ist es egal. Also das ist einfach immer so dabei. Das kann man nicht bis zum jeden Byte wegoptimieren. 30% ist durchaus die Norm. Also ich habe fast ja, 80% der Tools, die ich so gefunden habe, die waren lässig eindampfbar um 30% und 50% war halt auch möglich. Und wenn man sich dann überlegt, so statt 50 Megabyte müssen nur 25 Megabyte über GSM oder sowas aus dem App Store geladen werden, dann ist das durchaus signifikant gewesen.
Noch ein anderer Tipp zu den Image-Tools, dieses Slicey, was ja ziemlich gut auch funktioniert, hat Adobe sich doch glatt erdreistet, in der neuen Photoshop CC-Version mehr oder weniger 1:1 zu kopieren. Also man kann dort auch inzwischen Ordnergruppen in Photoshop benennen mit PNG, Skalierungsfaktoren. Die Image-Assets werden automatisch exportiert beim Speichern. Das ist genau das, was Slicey macht. Also insofern kauft lieber Slicey anstatt ja, in Photoshop. Ja, ist richtig, dass Photoshop da einiges kann. Ich glaube, es gab auch ein paar Features, wo Slicey nochmal irgendwie Vorteile hatte. Aber dann, ich muss selber sagen, ich habe nicht das allerneueste Photoshop bei mir im Einsatz. Deswegen konnte ich es jetzt nicht so vergleichen. Aber mein Designer, der damit gearbeitet oder mitarbeitet, der sagt, also er nimmt nach wie vor gerne Slicey für so ein paar spezielle Features. Ja. Aber also ich weiß, dass zum Beispiel Slicey hat auch eine nette Funktion, dass man letztlich die Größe, die so ein Asset nachher einnimmt, selber über so ein Bounce Rectangle praktisch angeben kann, wenn man eben zum Beispiel möchte, dass die Icons alle die gleiche Größe haben und nicht irgendwie auf die kleinstmögliche reduziert werden. Da ist auch noch ein... Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel geht in dem... Ja, bei Photoshop kann man schon auch einen Skalierungsfaktor, auch die Endgröße angeben. Der verrechnet sich allerdings gerne, wenn man kleiner skaliert als 100%, was man ja zum Beispiel, wenn man auf Retina designt und runter skaliert auf 50%, dann werden die Ebeneneffekte nicht auf 50% runter skaliert. Und insofern hat man auf einmal wieder so einen Rand, wenn er gerade auf 0,0-Koordinate hängt und so ein Effekt gerade rausstrahlt, dann ist es halt nicht mehr 50% Größe, sondern 50% plus ein Pixel außenrum. Mhm. Also sehr, sehr nervig, was die da gemacht haben. Die haben irgendeine neue Script-Engine da eingebaut und haben das über ein Skript intern realisiert. Also muss man ein bisschen aufpassen. Insofern würde ich Slicey auch immer vorziehen bei solchen Geschichten. Okay, aber danke für den Input. Warum ist doch natürlich? Ich kann den Frame ja selber neu setzen. Also ich muss ihn letztlich als Button in it with custom view oder irgendwie so Button with wie heißt das Button with custom oder irgendwie sowas müsste ich nachgucken. Ist der Konstruktor, aber dann kann ich den Frame ja auch selber setzen. Also ich kann dann ja einfach im Endeffekt meinen, was weiß ich, FT-Button oder sowas und den genauso initialisieren und kann dann da den Frame setzen. Also natürlich, ich kann Button subclassen, das geht schon. Nö, du kannst ja den Konstruktor nehmen letztlich. Der erzeugt dann genauso deine Klasse letztlich. Ja? Und dann nur in deiner Subclass machst du letztlich irgendwie einen Standard-Init with Frame. Ich habe eine Frage zu WebViews. Du hast ja schon gezeigt, wie man die einmalig auf die richtige Größe bringt. Gibt es auch einen performanten Weg, die kontinuierlich auf der richtigen Größe zu halten, zum Beispiel beim Zoomen oder sowas? Du meinst, wenn man im Content der WebView selber zoomt? Genau. Oder? Also sowas wäre ja zum Beispiel praktisch, wenn man eine WebView in eine Scrollview hat oder sowas und nur einmal scrollen möchte. Also ist mir nichts bekannt, aber... Also es gibt noch einen anderen Approach, den viele verwenden, letztlich von der WebView über JavaScript die Größe rauszuholen, geht ja auch, irgendwie, indem man da von dem Document, ich glaube, die Document Property oder sowas da irgendwie die Größe holt per JavaScript. Ist immer so eine Sache, je nachdem, welcher Approach mehr Sinn macht. Das Problem ist eher, dass beim reinen Zoom dann tatsächlich das Frame zu aktualisieren halt sehr imperformant ist. Und da hatte ich gehofft, vielleicht gibt es da ja noch was. Also ich sage mal so, ich hatte den Use Case noch nicht, weil in den meisten Fällen, wenn ich eine WebView verwende, so praktisch für Zell-Layouts oder sowas, um zum Beispiel auch so ein umfließendes Bild oder solche Geschichten mal hinzukriegen, hat man nicht den Fall, dass man da drin noch zoomen will. Da ist die WebView eigentlich praktisch nur ein Container, die keinerlei Interaktivität zulässt, es sei denn vielleicht einen Link zu klicken oder sowas. Ja? Da braucht man sowas dann nicht, aber... ich hatte den Fall einfach noch nicht, muss ich gestehen. Zu dem Thema Bilder noch optimieren. Ich bin neulich über ein Tool gestoßen, PNG Crush. Hast du da Erfahrung mit? Das PNG Crush ist das ein bisschen so ein also ich würde mal sagen, Wasted tut mehr einfach an der Stelle, aber vielleicht kannst du als Autor von Wasted dazu auch nochmal genauer Stellung nehmen. Meine Erfahrung war, dass das PNG Crush nur ein Subset eigentlich von dem macht, was ich gerne hätte. Und manchmal hat man sogar das Problem, dass das
des Xcode dann beim Erzeugen der komprimierten PNGs letztlich diesen Effekt wieder rückgängig macht. Okay. Aber ich lasse dir gerne mal die Details. Ja, also bei Xcode muss man tatsächlich die PNG-Optimierung ausschalten, sonst macht Xcode wieder so ein eigenes PNG da drauf und nimmt die ganzen Optimierungen weg. Und das PNG-Crush, was auch in anderen Tools eingesetzt wird, ist ganz hilfreich, was in Wasted eingesetzt wird und was auch Image Alpha, ich weiß nicht, hattest du das genannt? Ich glaube nicht. Welches? Das ist so ein anderes Tool, was das halt auch macht, ganz vergleichbar. Die nehmen PNG NQ, das ist ein New Quantifier, der reduziert letztendlich die True Color Farbpalette, beziehungsweise keine Farbpalette, auf zum Beispiel 256 Farben runter. Macht es aber nicht so übel, wie es GIF früher gemacht hat, sondern hat eine sehr schöne Farbverteilung. Du siehst bei 90% Qualität, die kannst du auch noch angeben, siehst du praktisch keinen Unterschied. Und du kriegst es trotzdem auf teilweise 30%, 40% runter reduziert. Also ob nur PNG Crush ist schon ein erster guter Ansatz. Ich würde halt andere Tools, die noch weitergehen, empfehlen und musst halt aufpassen, dass in Xcode die PNG-Optimierung ausschaltet, sonst geht es nach hinten los. Ach. Also es hilft in dem Zusammenhang manchmal auch in Photoshop selber, kann man ja auch als 8-Bit-PNG speichern. Damit kann man schon auch relativ große Ersparnisse erzielen, aber ich denke mal, wenn man es durch sowas wie Wasted jagt, dann hat man das Problem einfach letztlich gelöst. Hinweis, wer Fireworks einsetzt, der PNG-Export ist lausig, der ist sogar in Photoshop besser. Also das muss man einfach Photoshop sagen, die sind nicht ganz so schlecht bei True-Color-Geschichten. Zu der Frage von eben dem Zoom im WebView, du kannst ja durch einen Header-Meta-Tag verhindern, dass an sich der Benutzer zoomen darf. War das die Frage oder war das noch eine andere Frage? Ach, du willst ja, okay. Kurzer Hinweis zum Thema WebViews. Also in iOS 7 gibt es ja jetzt TextKit und alles, was wir vorher in WebViews machen mussten, geht jetzt mit TextKit. Also viele Sachen gehen jetzt mit TextKit und da hat man viel mehr Kontrolle über das ganze Layout und alles. Ja, ich glaube halt nach wie vor, wenn man zum Teil so Dinge, also wenn es noch mit Bildern ist, die man irgendwie einbetten möchte und so weiter oder ja, solche oder Tabellenlayouts zum Beispiel, ist mal eben schnell möglich irgendwie oder so eben so eingerückte Tabellen und sowas, ist halt mit HTML-Technik häufig sehr, sehr viel schneller irgendwie möglich. Sicherlich ist es mit TextKit möglich, aber ich glaube dann eben auf einer sehr viel low-leveligeren Ebene einfach. Die Antwort war, es ist entweder ganz einfach per TextKit, also mit Bildern und so, oder nicht möglich. Dann mit Tabellen und so, also dann. Ja, ja. Richtig. Also es gibt auch noch etwas, das habe ich jetzt bewusst nicht erwähnt, in UI Text View gibt es so ein Private API, das aber sehr, sehr häufig benutzt wird, irgendwie Set Content with HTML String oder sowas heißt das, wo man letztlich einer UI Text View HTML geben kann, wobei da HTML nur, sage ich mal, so ein sehr dezimiertes Subset akzeptiert wird, wie Bold und Italic und sowas. Habe ich teilweise verwendet, hat aber so ein paar seltsame Macken und deswegen kann ich es eigentlich nicht empfehlen. Also manchmal vertut sich das Layout einfach, das sind so Dinge, es ist irgendwie nicht so gut. Es hat erstmal natürlich den netten Vorteil, dass man die Größe sofort zurückbekommt, was irgendwie schön ist im Vergleich zur WebView, aber es hat dann eben so im Nachhinein irgendwie so ein paar seltsame Macken. Vielleicht keine Frage, sondern eher ein Hinweis, mir ist mal was Komisches passiert. Da habe ich Pings vom Designer bekommen, wo noch Metadaten drin waren und die App startete irgendwie statt in weniger als einer Sekunde, irgendwie in 8 Sekunden und es wurde immer schlimmer. Ich dachte, was ist denn hier los? Bis ich im Inspektor irgendwas von XMP-Paths gesehen habe und dachte, was soll das? Warum dauern die Bilder so lange? Und, also du meintest EXIF-Metadaten? Oder? Genau. Mhm. Also da waren so viele, dem Designer ist das wahrscheinlich beim Abspeichern irgendwie aus Versehen passiert. Mhm. Da war irgendwie ein Haken, Metadaten und der Effekt war unglaublich. Wow, also interessant. Keine Metadaten. Hatte ich noch nicht, aber ja, ist auch ein guter Hinweis. Okay. Tut das Wasted das auch rausschmeißen? Ich gehe davon aus, dass die Leute das nicht mit exportieren. Dann herzlichen Dank fürs Kommen und auch meinen.